Vielen Dank, Martin Aue, für die nette Einführung. Ich hoffe, ich kann die geweckten Erwartungen erfüllen. Es freut mich natürlich sehr, dass ihr so zahlreich hierher gekommen seid zu diesem Thema. Ich will gerade loslassen. Einfamilienhäuser, das steht heute im Zentrum. Die Einfamilienhäuser, das sind die zahlreichsten Bauten, die wir in der Schweiz haben. Das vergisst man manchmal ein bisschen. Wir haben 1,8 Millionen Wohnhäuser und davon sind über 1 Million Einfamilienhäuser. Die stehen heute in der Landschaft, in dieser Gemeinde, in dieser schönen Gemeinde. Als Genossen, wo ich hierher gekommen bin, den See gesehen habe, wunderbare Stimmung, wirklich schön gewesen, hierher zu fahren. Die 1 Million Einfamilienhäuser, die haben etwa 2,5 Millionen Einwohner von etwa 8,5 Millionen Einwohnern. Das ist also wirklich ganz eine stattliche Zahl. Das hat natürlich einen Grund, dass es so viele Einfamilienhäuser gibt. Einfamilienhäuser, die bieten Freiheiten. My home is my castle. Sie bieten Individualität, Unabhängigkeit. Ich denke, Komfort. Man kann das nach eigenem Gusto kann man das gestalten. Sie haben in der heutigen Mietzins, in der heutigen Zinssituation, haben sie natürlich einen Kostenvorteil. Aber es bedeutet auch Selbstverantwortung. Es bedeutet in der ökologischen Hinsicht, in der Hinsicht von Umwelt, bedeutet es auch wiederum Chancen. Also zum Beispiel Diversität ist etwas, was man immer wieder diskutiert, dass die Bienen aussterben, dass die Insekten aussterben, dass die Vielfalt von den Pflanzen abnimmt. Ich denke in den Gärten, und das ist heute schon. So, die Gärten sind vielmals, sie sind vielfältiger, mit einer Flora, mit einer Fauna sind sie vielfältiger, weder, dass wir es in der Landwirtschaft haben, und das sind Möglichkeiten, die vorhanden sind. Aber bezüglich Energieverbrauch, da kann man sehr viel machen, man kann erneuerbare Energien einsetzen, man kann sogar eben Strom produzieren. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das wird noch viel zu wenig beachtet. Da hat man ganz grosse Chancen. Also man kann das Haus sogar zum Kraftwerk machen, zur eigenen Tankstelle machen. Das ist heute problemlos. Das eigene Elektroauto, da kann ich garantieren, da sind wir dran, dass das wirklich zu einem ganz grossen Boom wird in dieser ganzen Geschichte. Ich mache ein bisschen eine optimistische Rechnung. Das dünkt mir wichtig. Manchmal finde ich, ja, was machen wir jetzt, was kann man jetzt, oder? Und so und überhaupt und sowieso. Ich denke, die Einfamilienhäuser, die sind wirklich eine Chance. Die sind auch eine Chance bezüglich der Stromproduktion. Ich habe es schon gesagt. Und wenn wir da ein bisschen rechnen und wenn wir davon ausgehen, wir haben 100 Quadratmeter, dann können wir, das ist ein bisschen optimistisch gerechnet, dann können wir eine 20 Kilowatt Peak Anlage aufs Dach rauf tun. Und zwar tut man das ganze Dach nutzen. Das finde ich ja sinnvoll, dass man das ganze Dach nutzt. Man kann das ästhetisch, kann man das wunderbar gestalten. Ich habe einmal gesagt, vom Strohdach zum Ziegeldach und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert zum Solardach. Das kann man auch mit Schindeln machen. Man kann das mit verschiedenen Farben machen. Die Möglichkeiten sind hier also sehr gross. Das gibt, wenn man das nutzt, gibt das pro Dach, gibt das insgesamt etwa 20'000 Kilowattstunden. Das ist nicht nichts. Ein Haus, wo ich jetzt drinnen wohne, das ist ein Plus-Energiegebäude, das ist neu gebaut, das ist alles auf der elektrischen Basis, mit Wärmepumpen, mit den Geräten, mit LED ist es eingerichtet. Das ist alles zusammen sehr effizient, sehr sparsam. Das ist unter 6'000 Kilowattstunden. Man kann also wesentlich mehr kann man da produzieren mit einer solchen Anlage. Insgesamt, wenn man multipliziert, kommt man auf sogenannte 20 Terawattstunden. Die, die sich das nicht so vorstellen können, was das ist ein Drittel vom Stromverbrauch, den wir haben. Ich muss dann immer schauen, dass ich da das richtig alles zusammen betreiben. Ein Drittel vom Stromverbrauch, das ist der gesamte Stromverbrauch, den wir produzieren in der Schweiz. Der ist gewachsen, der ist jetzt langsam stabil. Da haben wir Wasserkraft, wir haben Atomkraft. Wasserkraft haben wir gegen die 40 Terawattstunden. Atomkraft haben wir etwa 20 Terawattstunden. Wir haben heute schon erneuerbare Energien. Das sind etwa 60 Terawattstunden. Man kann, das ist eine theoretische Zahl, ein bisschen, aber man kann doch mit diesen
20 Terawattstunden, 60 Terawattstunden, kann man ein Drittel vom Strom auf den Dächer und auch den Fassaden bei den Einfamilienhäusern produzieren. Das ist also wirklich ganz wesentlich, was man hier machen kann. Und mit dem kann man, wie gesagt, die Elektromobilität und die Wärmepumpen versorgen. Es ist angekündigt, zum Klima etwas zu sagen. Ich werde nicht allzu lange darüber reden. Eigentlich ist das ein Salzthema. Die Herren hier noch mit Backenbart, das ist so etwas zurück, ich sehe es gerade niemand mehr, oder? Das war in den 70er Jahren ist das Mode gewesen. Wenn ihr die Operette anschaut, das haben wir heute alles im Sack drin. Da kann man gleich viel rechnen oder noch mehr rechnen. Die Operette, die haben aber wirklich, die haben gut gerechnet. Die haben sie richtig gefüttert. Die haben damals schon, was wir heute erleben, täglich erlebt, muss man sagen, was man in der Zeitung liest. Das Neueste ist jetzt wieder, was in England passiert, mit Überschwemmungen. Das hat einfach mit der Klimaerwärmung das zu tun. Und das hat man in den 70er Jahren, hat man den Treibhauseffekt festgestellt, man hat die Klimaerwärmung hat man festgestellt, man hat in diesem Modell gesagt, wenn wir weiter so fossile Energie brauchen, dann nachher gibt das ein Problem. Und wir sind leider, weil wir zu wenig gemacht haben, weil wir Wirtschaftswachstum hatten und weil wir eben auch die fossile Wirtschaft haben, weltweit, das ist nicht nur in der Schweiz so, etwa 80% ist fossile Energie, die wir heute brauchen. Das hat man also vorausgesagt. Es sind inzwischen 250 Studien, das ist das IPCC, das ist das Gremium der UNO mit Wissenschaftlern, die dort drin sind, die das x-mal immer wieder belegt haben, dass das eben so ist. Es werden auch andere Faktoren angeschaut. Es wird gesagt, ja, es ist doch die Sonne, es sind doch die Vulkane. Das wird alles analysiert. Das wird mit diesen Klimamodellen analysiert. Die Einflüsse, die sind da, die sind aber an einem kleinen Ort da. Das ist der Einfluss der Erwärmung hier. Das ist erheblich. Das wird ausgedrückt mit Watt pro Quadratmeter. Dass also zusätzliche Energie in der Erde drin ist. Watt pro Quadratmeter. Das ist eine Leistungsgröße pro Quadratmeter. Das hat um so viel hat das zugenommen. 2 Watt pro Quadratmeter. Der Einfluss der Sonne und der Vulkane, das ist wesentlich kleiner. Sind also fossile Energie, Verbrennen von der fossilen Energie, Beheizungen, bei der Mobilität, bei den Schiffen, bei den Flugzeugen, in der Industrie, mit Rohöl, das ist der wesentliche Grund. Nebst dem CO2 gibt es weitere Treibhausgase, das Methan, Lachgas zum Beispiel, und das führt dazu, dass die Sonneneinstrahlung nach wie vor vorhanden ist. Wird in etwa 2,5 Milliarden Jahren wird sie vorhanden sein, weiter vorhanden sein. Und aber die Abstrahlung die ist weniger gross, wegen diesen Treibhausgas. Also die Wärme geht weniger wieder weg von der Erde in die Atmosphäre raus. Sie bleibt in der Erde drin. Und das ist der Treibhausgaseffekt. Das ist der Effekt eben von dieser Klimaerwärmung, wie wir sie jetzt erleben, wo schon 1 Grad Celsius seit der Industrialisierung angestiegen ist. Die grossen Verbraucher, die haben wir hier. Das ist China. Die haben in kurzer Zeit das seht ihr mit der Industrialisierung, eine beispiellose Industrialisierung in den letzten 40 Jahren in China, wo das Regime hergebracht hat. Es war auch eine Bekämpfung von Armut, das muss man sehen. China ist zur Werkstatt worden, von der ganzen Welt. Produktion von Kühlschränken, Produktion von x Güter, die wir auch in der Schweiz beziehen, wo wir damit auch Energie beziehen, die haben enorm haben sie zugenommen. Wir haben hier haben wir Nordamerika, wir haben die EU zusammengenommen. Das sind die Länder, die dazu beitragen. Und die Schweiz trägt natürlich auch dazu bei. Das ist einfach nochmal eine Grafik, die zeigt, wie die Erwärmung vor sich gegangen ist seit der Industrialisierung. Industrialisierung etwa im
1800, 1760 ist losgegangen in England, ist in Europa weitergegangen. Man hat dort zuerst Kohle eingesetzt, nachher hat man das Erdöl eingesetzt. Heute haben wir das Erdgas, alles fossile Energieträger, die dann zu dieser Klimaerwärmung von heute bereits schon über 1 Grad Celsius geführt haben. Und man sagt, wir sollten eigentlich nicht über 1,5 Grad Celsius kommen. Sicher nicht über 2 Grad Celsius auskommen. Und wenn wir weiter so machen, mit dem Verbrauch von fossilen Energieträgern, dann laufen wir eben Gefahr, dass das alles noch viel weiter geht und dass wir in Extremszenarien reinkommen. Dass wir Erwärmungen haben von 3, 4 bis 6, 7 Grad. Und das wird dann wirklich bedrohlich. Das wird wirklich bedrohlich, die ganze Geschichte. Wir haben die vielfältigen Auswirkungen. Wir haben in der Schweiz, andernorts, Nordpol, Antarktis, hat man jetzt gerade kürzlich wieder lesen können, eine Temperatur von gegen die 20 Grad, da schmilzt natürlich das Eis. Da schmilzt das Eis. Und wenn das Eis, die riesen Eismengen, die wir im Nordpol, im Südpol haben, dann steigt das Meer an. Und wenn wir wirklich in ganz hohe Temperaturzunahmen gehen, von 4, 5, 6 Grad Celsius, dann ist die Gefahr da, dass es nicht nur ein paar Zentimeter steigt, sondern dass es einen halben Meter, einen Meter 50 steigt. Und da müsst ihr euch vorstellen, 70% der Menschen, die wohnen in Grossstädten am Meer an. Und das hat Folgen. Wenn es Sturmflut gibt, wie Sie jetzt gesehen haben, Bilder in England, 10, 15 Meter Sturmflut, höher und dann noch Sturmflut drauf, dann nachher bedroht das die Städte in einem ganz erheblichen Ausmaß. Wir haben auch Trockenheit. Das ist ein bisschen ein Paradox. Wir haben zum Teil mehr Regen, mehr Feuchtigkeit. Wir haben aber auch mehr Trockenheit. In Australien haben wir mehr Trockenheit, mehr Hitze, die nachher zu diesen unkontrollierten Waldbränden geführt hat. Die mehr Trockenheit, das hat vor allem Auswirkungen auf die Landwirtschaft, auf die Ernährungsbasis, Hungersnöte, die damit verbunden sind. Und das ist natürlich letztlich dann auch ein gewisser Druck, der von diesen Völkern kommt, der nachher dazu führt, dass mit dem Druck, mit diesen Hungersnöten, dass nachher auch die Migration kann zunehmen kann. Hoppla, jetzt ist gerade ein bisschen... Ich tue jetzt hier gleich weiter referieren. Also es sind weitere Auswirkungen. Die Eisbären, das ist einfach ein Beispiel. Die Eisbären von der Fauna, von der Flora, die gestört wird mit der ganzen Klimaerwärmung, die sich da mit auswirkt. Das ist ein Bild von Australien, das wir gesehen haben. Es hat immer Waldbrände in Australien. Das hat fast dazugehört. Was hier jetzt passiert ist, dass es völlig außer Kontrolle geraten ist. Die Feuerwehrleute, die haben das nicht mehr löschen können. Das hat eine riesige Fläche, viermal von der Schweiz, hat das betroffen. Das sind Häuser sind zerstört worden. Es sind Leute sind umgekommen. Es sind 1 Milliarde Tiere sind umgekommen. Das ist in kurzer Zeit ist da sehr viel passiert. Das hat natürlich auch zusätzlich von dem Treibhausgas, von dem CO2, hat das emittiert. Was müssen wir machen? Ich habe jetzt immer von dem CO2 geredet. Fossile Energie verbrennen, CO2, Treibhausgas, Erwärmung. Das ist eigentlich einfach, was wir machen müssen. Wir müssen die fossilen Energieträger, Kohle, das wird noch viel eingesetzt in Indien, China, Deutschland. Wir haben kein Kohlewerk in der Schweiz, zum Glück nicht. Wir müssen die fossilen Energieträger, auch das Erdöl und das Gas, das müssen wir im Boden hineinlassen. Das ist heute ein riesiges Geschäft. Lang sind das die bedeutendsten Firmen gewesen. Wenn man die Aktienbewertung angeschaut hat, sind das die bedeutendsten Firmen gewesen. Und im Grunde genommen muss das im Boden innen bleiben. Die dürfen das nicht mehr nutzen. Die dürfen nicht mehr Gewinn machen auf dem. Die Aktien, die müssen in dem Sinn, müssen sie entwertet werden. Die Obligationen müssen entwertet werden. Und unser Budget, das wir noch haben, vom CO2, das wir noch brauchen dürfen, das ist höchstens noch ein Fünftel
Wir sollten höchstens noch ein Fünftel von diesen fossilen Energieträgern brauchen, zum Nutzen, für die Mobilität und für die Häuser zu betreiben. Das sind die Auswirkungen in der Schweiz. Ich habe es schon gesagt, mehr Trockenheit. Das hat die Landwirtschaft wirklich angefangen zu spüren. Wir sind eigentlich noch in einer günstigen Situation. Wir haben auch unsere Berge, wobei das wird mit den schmelzenden Gletschern wird das auch gestört. Aber wir sind eigentlich ein wasserreiches Land. Trotzdem haben wir es in der Schweiz gemerkt. In Deutschland haben die Bauern viel mehr gemerkt. Wir haben viel mehr Hitzetage. Ich bin ein bisschen ein älteres Semester. Wir haben einmal noch sogenannte Hitzeferien gehabt. Juhui, 26 Grad war es. Ist vielleicht einmal vorgekommen, zweimal vorgekommen. Schaut mal die heutigen Sommer an, die ganze Sommerferien. Das sind ganz konkrete Änderungen, die wir haben im Ganzen haben. Es sind eben auch mehr Niederschläge. Mehr Niederschläge, vor allem im Frühling mehr Niederschläge. Und da kann es zu Kombinationen kommen. Wir haben in den höheren Lagen, in den niederen Lagen haben wir praktisch keinen Schnee mehr. Ich habe mal ein Buch geschrieben, Klimaänderungen, Naturkatastrophen, vor über 20 Jahren von der Nationalfonds. Ich habe genau das geschrieben. Naturwissenschaftler haben genau das vorausgesagt, dass in Lagen bis 1500 Meter, dass es schwierig wird mit dem Schnee. Das ist eine Voraussage, die jetzt eintrifft, wo wir jetzt dran sind. Das kann man auch mit Schneekanonen kann man das nicht mehr retten. In den höheren Lagen haben wir trotzdem noch Schnee. Es kann mit mehr Niederschlag kann es sogar noch mehr Schnee geben. Und dann haben wir noch Regen mehr im Frühling. So Situationen haben wir auch schon vermehrt gehabt. Und dann haben wir zusätzlich dann das Wasser, das von den Bergen runterkommt, das Wasser, das wir im Mittelland haben, wo es dann steht und wo es dann zu Überschwemmungen kommt. Das ist eine Einordnung pro Kopfverbrauch von dem CO2. Pro Kopfverbrauch. Und das ist der effektive Verbrauch. Das ist das in Saudi-Arabien, ist das nicht Produktion vom Erdöl und nachher noch der Verbrauch der Bevölkerung. Es ist nur der Verbrauch der Bevölkerung. In Dubai aber zum Beispiel haben die sehr einen hohen Verbrauch heute noch, weil sie eigentlich viele Möglichkeiten hätten mit der Sonne von dem Erdöl. Die haben dort viel Kühlsystem und so weiter, alles erdölbasiert. Bei uns ist der Pro-Kopf-Verbrauch, wenn man hier jetzt mit der Lupe nimmt, wir sind etwa hier. Wir sind so im vorderen Drittel pro Kopf gemessen, gut 4 Tonnen pro Kopf. Und wir sind auch schon so ein bisschen oben runtergekommen. Wir sind ein bisschen oben runtergekommen. Nicht zuletzt wegen den Anstrengungen, die wir gemacht haben in den Häusern. Die sind viel effizienter geworden. Minergie sei Dank. Da ist viel passiert. Wir müssen aber sehen, in der Schweiz haben wir viel Import. Ich habe China schon gesagt, wo zur Werkstatt geworden ist. Und in China wird produziert. Das kommt in die Schweiz hier. Und dort ist in diesen Importprodukten gleichzeitig Energie. Und wenn man das zusammenrechnet, also den Verbrauch in der Schweiz, den wir haben, für Häuser, für Mobilität usw., plus die importierte Energie, das ist vor allem auch mit dem Fliegen, haben wir quasi einen Import von Energie, von grauer Energie, sagt man dem, von CO2. Da sind wir etwa auf 12 Tonnen oben. Da sind wir etwa dort, im Schnitt von den industrialisierten Ländern, mit Deutschland zum Beispiel, oder die USA ist noch ein bisschen höher, aber wir sind dann dort relativ doch auch hoch oben. Nicht eben nur in der Schweiz, sondern auch mit dem Ausland zusammen, mit den Importen. Ich habe gesagt, was tun? Die fossilen Energieträger im Boden lassen. Das ist jetzt ein bisschen detaillierter noch aufgeführt. Ein bisschen detaillierter aufgeführt, wo eigentlich nicht nur das CO2, sondern Treibhausgase herkommen. Und das ist der Spitzenreiter, Entschuldigung, das ist gerade schnell gegangen. Der Spitzenreiter ist hier bei uns der Verkehr. Der Verkehr, das ist also die Mobilität, Auto mit Benzin, mit Diesel, die Lastwagen, Benzin und Diesel. Das ist auch nicht zurückgegangen in den letzten Jahren. Das ist sogar leicht, hat das zugenommen. Wir haben dort relativ wenig gemacht. Gebäude insgesamt, das ist etwa 26%, also etwa ein Viertel. Dann die Industrie, etwa 20%. Und die Landwirtschaft, das ist vor allem über die tierische Produktion, über das Methan der Tiere, das einen recht hohen Anteil ausmacht. Das sind nicht CO2 von den Traktoren und von den Maschinen, macht auch etwas aus, aber es ist primär ist es die tierische Produktion, die doch etwa 15% ausmacht.
Die Abfälle noch, das Verbrennen von den Abfällen, das hat auch CO2, das hat aber vor allem auch verschiedene weitere Treibhausgase. Den Luftverkehr habe ich hier nicht auf dieser Tabelle, das ist aber auch, Schweizerinnen und Schweizer gehen gerne reisen, das ist total verständlich. Man muss einfach mal feststellen, es ist auch ein recht hoher Anteil. Es ist darum noch ein besonders hoher Anteil, weil das in höheren Lagen passiert. Und dort ist der Treibhauseffekt eben noch stärker, ist noch ausgeprägter, wie wenn das CO2 bodennäh emittiert wird. In den höheren Lagen ist es dort noch viel treibhauswirksamer. Was tun? Ich werde jetzt immer ein bisschen konkreter. Ich denke wirklich mit dem hier, das ist die Energieetikette. Das hat man vor etwa 20 Jahren angefangen. Gerät, wenn Sie ein Gerät kaufen, den Kühlschrank, der hat heute etwa 150 Kilowattstunden. Wir haben vor 20 Jahren sind wir auf über 500-600 Kilowattstunden gewesen. Das ist nicht zuletzt wegen solchen Instrumenten, wo man anfängt, jedes Gerät standardisiert messen, anfängt messen und man hat nachher gesagt, kauf A oder kauf eben A++. Und das lohnt sich auch darauf zu schauen. Manchmal zahlt ihr nicht einmal mehr. Ihr müsst einfach nur darauf schauen, dass ihr wirklich ein A++-Gerät kauft und dass ihr dann im Verbrauch wirklich eben beim Strom eine geringere Rechnung habt. Das Zweite, das Heizsystem. Das ist also eine schöne Wärmepumpe. Das habe ich in meinem Plus-Energie-Gebäude eingebaut. Das ist eine geniale Erfindung. Vor etwa 40 Jahren sind viele Schweizer Firmen sind hier aktiv tätig gewesen. Da hat man aus einer Energieeinheit hat man etwa zwei Energieeinheiten gemacht. Schon mal nicht schlecht. Heute kann man sagen, macht man aus einer Energieeinheit etwa vier Energieeinheiten. Zum Teil noch etwas drüber. Der Beat Fischer will ich das alles noch etwas genauer erklären. Wichtig ist einfach, dass man mit erneuerbaren Heizsystemen, dass man da wirklich einfach um einen Faktor 4 könnte effizienter sein könnte. Und das ist bezahlbar geworden, das ist auch einsetzbar bei Sanierungen, das ist ganz wichtig. Das schöne Haus hier, da fahre ich etwa mit dem Velo dran vorbei, das ist ein bisschen zu früh verschwunden. Das schöne Haus, das steht im Emmental, in Affoltern. Da müsst ihr ein bisschen ausserhalb fahren. Da hat einmal ein Glaser hat da mal gearbeitet, 1760. Das Glaserhaus ist das. Und, der hat jemanden gekauft, das war etwas verlottert. Er hat das wirklich super schön renoviert. Da ist eine Solaranlage auf dem Dach oben. Ich will mit dem eben auch sagen, wie super schön, dass man das machen kann, welche Möglichkeiten dass man hier hat. Da sind mehrere Wohnungen drin. Und das tut natürlich viel mehr produzieren, Energie produzieren, wie die hier brauchen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Das schöne Auto hier. Auf dem Landhaus braucht man eher als Auto. Ich habe es schon gesagt. Der Durchbruch von der Elektromobilität ist da. Der geht weiter. Der Elektromobil, das hat gerade eine Studie letztens gezeigt vom PSI, Paul Scherrer Institut, das ist im schönen Aargau, bei Klingnau, die haben das untersucht. Die Elektromobile sind klar effizienter, sind klar umweltverträglicher wie Diesel, wie Benziner, wie Hybridauto und so weiter und so fort. Und wir sind eigentlich erst am Anfang, obwohl jetzt alle Marken, Mercedes und Volvo, Tesla redet jetzt gar nicht, die sind sicher ganz vorne, alle Marken kommen auf den Markt. VW kommt auf den Markt und so weiter. Und auch hier geht das Prinzip vom Faktor 4. Die Elektromobile sind viermal effizienter. Im Grunde genommen, wenn Sie mit einem Benziner rumfahren, fahren Sie mit einer Heizung rum. Sie brauchen etwa 25% Energie und ganz viel von der sonstigen Energie, da wird die Umwelt geheizt und es gibt CO2-Emissionen. Mit einem Elektroauto brauchen Sie über 80% von der Energie. Der Elektromotor, das ist halt einmal falsch gelaufen, oder? Aber der Elektromotor ist im Grunde genommen viel effizienter, er ist auch viel einfacher, er ist auch im Unterhalt ist er viel einfacher. Das ist einfach nochmal mit den schönen Gärten ein Hinweis auf Biodiversität. Ich habe jetzt von der Effizienz geredet, von der Wärmepumpe. Ich habe von der Effizienz geredet, von der Elektromobilität. Einer der ganz grossen Klimaretter, das ist eigentlich die neue erneuerbare Energie. Und das eine, was hier ganz entscheidend ist, das ist die Solarenergie. Ich habe mal im zweiten Energiebericht im Kanton Bern
das war in den 90er Jahren, habe ich dort mitgeschrieben. Dann haben wir dort so Statistiken gemacht, Grafiken gemacht, Kosten, Energieproduktion, Atom irgendwie bei 5-6 Rappen. Und nachher hat es nicht mehr Platz gehabt auf der Grafik mit dem Strom, einen Franken und mehr. Das war damals so, in den 90er Jahren. Das ist heute das Umgekehrte. Das ist heute das Umgekehrte. Hier ist eine Grafik in den letzten 10 Jahren. In den letzten 10 Jahren ist die Stromproduktion mit Solaranlagen um einen Faktor 4 oben runtergekommen. Sie sind heute für das Kilowatt-Peak bei einem Einfamilienhaus, ich sage jetzt mal plus minus 2'000 Franken. Kaufen Sie keinen Schrott, machen Sie eine gute Anlage, wenn Sie ein bisschen mehr zahlen. Oder? Das ist dermassen tief geworden. Das ist dermassen tief geworden mit der Stromproduktion. Das ist heute wirklich bezahlbar. Wir sind heute bei Preisen, bei Grossanlagen um die 5 Rappen. Kilowattstunde. Mit einer Familie ist man vielleicht 10, 12 Rappen. Je nachdem, wie man rechnet, geht hier nicht auf Detail ein. Das ist ganz enorm und der Trend ist weiter nach oben. Das ist eine Grafik von Deutschland. Das geht bei Grossanlagen. Zum Beispiel die günstigste Grossanlage, die ist in Portugal. Das ist unter 2 Rappen Kilowattstunde. Unter 2 Rappen. Es ist eine Grossanlage gebaut worden in Ägypten. 37 Quadratkilometer. Das ist eine rechte Anlage. Unter 2 Rappen. Das müsst ihr sehen. Das ist einfach eine grosse Revolution, die passiert ist. Windenergie eigentlich auch. Ich finde es schade in der Schweiz, dass wir nicht etwa ein Windrädchen aufstellen. Das wäre vor allem auch gut für den Winterstrom. Zu den Standards ist etwas angekündigt worden. Ich habe mit einem Kollegen von Zürich, ich bin in Bern gsi, kantonale Verwaltung, hat Rudi Kriesig geheissen, ich Rudi Meier, die beiden Rudis, die haben Minergie gepusht. Und als wir das gepusht haben, in den 90er Jahren, ich sage jetzt mal, sind viele Leute dagegen gewesen. Ich finde das heute noch ein tolles Konzept. Man hat es weiterentwickelt. Minergie geht von der Gebäudehülle aus. Ich habe es gesagt, in den 90er Jahren, ist, dass mit dem Strom hat einfach nicht so funktioniert. Das war einfach zu teuer. Und dann haben wir eigentlich im Energie haben wir gesagt, wir machen eine gute Gebäudehülle. Das war dort wirtschaftlicher. Und wir haben vor allem immer mal an Neubau gedacht. Das ist wichtig zu sehen. Das Energiekonzept war vor allem ein Konzept für Neubauten. Und wir haben gesagt, eine gute Gebäudehülle. Gut isoliertes Dach, gute Fassaden, Wände, Fenster, Keller, gut isoliert alles zusammen. Wir haben auch dort haben wir einen riesen Sprung gemacht. Viermal weniger Energieverbrauch wie die damalige Energiegesetzgebung. Die Lüftung ist dazugekommen, das ist ganz wichtig. Beim Energie P ist dann auch noch mit Anforderungen bezüglich Luftdichtigkeit. Das macht man einen sogenannten Blower-Door-Test, wo wir das genau anschauen, dass wirklich das Haus luftdicht ist. Und das ist nach wie vor gut im Neubau. Das ist wirklich einfach super. Ich wohne jetzt in so einem Haus drin. Und ich erlebe das jetzt mit Lüftung, allem zusammen. Das ist einfach wirklich von der Qualität her, ist das wirklich einfach gut. Mit diesen Wänden und allem zusammen, das ist wirklich einfach ganz angenehm. Das ist wirklich nach wie vor das fortschrittliche, moderne Konzept. Man ist dann zum Energie A gekommen. Das entspricht etwa einem Plus-Energie-Gebäude. Es hat recht viele Anforderungen in dem Ganzen. Ich gehe nicht aufs Einzelne ein. Die Energie hat dann tatsächlich auch nicht mehr nur Effizienz, sondern sie haben dann mit der Zeit haben sie dann endlich auch eben die Solarproduktion aufgenommen und haben das versucht abzubilden im Energie A-Haus. Im Kanton Bern haben das Energiegesetz angenommen mit diesen 11 Standardlösungen. Jeder Lösung ist vorgesehen, dass man etwas macht, sage ich jetzt mal. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Dinge ein. Das ist eigentlich nicht anspruchsvoll. Ich würde das Ganze eher kritisieren, dass es eigentlich zu wenig anspruchsvoll ist. Ich vertrete heute eher das Konzept und eben auch in der Sanierung vom Plus-Energie-Gebäude, vom CO2-neutralen Gebäude. Das ist eigentlich einfach und klar. Ein Plus-Energie-Gebäude ist ein Gebäude, das über ein Jahr mehr Energie produziert, wie man braucht. Ich glaube, das versteht man einfach. Da braucht man Produktion. Man muss schauen, dass man nicht zu viel verbraucht.
Ein Architekt hat einmal gesagt, ich habe das schneller bauen, so ein Haus, wenn ich den Leuten erklärt habe, was all die detaillierten Anforderungen sind, zum Beispiel vom Minergie-Konzept. Also das ist eigentlich nach wie vor ganz einfach und ich denke, das sollte auch ein bisschen das Ziel sein, dass man auf Plus geht, dass man auf CO2-Neutralität geht. ENVI, energetisch-wirtschaftlich investieren, das ist ein Tool, das ich seit einigen Jahren schon entwickelt habe. Das ist jetzt eben weniger für den Neubau, sondern für die Sanierung. Das ist ja eigentlich auch das grosse Problem, das wir haben. Mit der heutigen Energiegesetzgebung, das habe ich selber erfahren bei meinem Haus, Energienachweis, wo ich die gesetzlichen Anforderungen erfüllen musste. Ich habe natürlich dann ein GEAK-A-Haus plus Wellen oder ein Plus-Energiegebäude. Ich musste noch ein bisschen mehr müssen isolieren, für etwa gut 1'000 Franken. Und habe dann eine rechte Subvention bekommen. 100 Franken für den Quadratmeter. Und es ist nicht ganz ein kleines Haus, also es hat einen rechten Betrag gegeben. Mit den paar Kügeln, die ich mehr im Boden nicht da habe, als Isolation. Das ist heute wirklich einfach die Situation. Weil im Neubau, da baut man einfach heute gut. Da macht man eine rechte Wärmedämmung, 20, 25 cm. Man macht natürlich erneuerbare Energie und man macht natürlich eine Solaranlage aufs Dach rauf. Ich kann jetzt auch noch eine Steuerung drinnen mit dem Loxone. Ich könnte jetzt das Handy vornehmen. Die könnte die Frau jetzt schnell alle LED-Lampen anzünden, wieder abzünden, oder? Dann weiss sie, dass es das mir noch gibt. Also, das ist wirklich einfach super, was man heute auch alles zusammen machen kann. Die Sanierung ist ein bisschen trickreicher und in diesem Modell drinnen haben wir eben mal ein bisschen angefangen zu rechnen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Energie anschauen, aber das Portemonnaie spielt immer eine Rolle. Wie viel kann man eigentlich investieren? Wie viel holt man für den Franken raus? Und da haben wir wirklich verschiedene Varianten gerechnet. Es ist ein Haus, das in Sursee steht, ein reelles Haus, das in Sursee steht. Und das hat jetzt eine reine Elektroheizung drin. Und das ist natürlich schlecht isoliert, oder? Und das ist natürlich enorm mit dieser Stromrechnung, die die haben. Und da muss etwas passieren. Das ist nach dem Gesetz ist das auch nicht möglich. In der Variante 1 haben wir dann gesagt, wir tun die Stromheizung ersetzen durch eine Gasheizung. Und das ist die Variante 1, die wir hier gemacht haben. Da sehen wir, das kostet etwa 63.000 Franken. Wir haben noch einen Pinselanstrich gemacht im Ganzen innen. Wir haben noch eine solarthermische Anlage aufs Dach hochgetan. Variante 2, da haben wir einen Pinselanstrich gemacht und da haben wir jetzt eben den entscheidenden Schritt gemacht, weg von dieser Elektroheizung, Stromfresser, Stromschleuder, her zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, insgesamt 52.000 Franken. Wir haben hier auch einen enormen Schritt gemacht, nachher dann in der Einsparung der Energie. Dann sind wir in weitere Varianten eingegangen, wo wir hier nachher dann auch noch wiederum Pinselanstrich, Luft-Wasser-Wärmepumpe und dann haben wir das Dach isoliert und haben nachher eine Photovoltaik aufs Dach aufgetan. Und in diesem Schritt 137.000 Franken, das schenkt dann schon ein bisschen ein. Wobei, da muss ich sagen, mein Kollege hat da recht hohe Preise eingenommen. Mein Kollege, der das gerechnet hat, der ist Solarplaner, oder? Und der hat jetzt mal so ein bisschen geschaut mit den höheren Preisen. Das sind ja Preise, die man immer auch ein bisschen aushandeln kann, wo man dann vielleicht, wie gesagt, auch noch ein bisschen oben runterkommt. Und jetzt kommen Plus-Energie-Varianten. Und da haben wir jetzt zusätzlich, haben wir nachher auch noch das Dach isoliert, die Wände isoliert, das Fenster isoliert und der Kellerboden isoliert. Und da sehen wir, da machen wir dann wirklich einfach Sprünge. Wenn wir zu den Minergie-Varianten gehen, dann machen wir zusätzliche Sprünge mit der Komfortlüftung, die wir eingesetzt haben, gegen die 30.000 Franken. Wenn wir Minergie P machen, dann nachher, und das muss ich sagen, das ist nicht einfach, obwohl ich das gut finde, das habe ich in meinem Neubau gemacht, in meinem Haus, Luftdichtigkeit, das habe ich gemacht. Aber wenn ihr das macht, ihr könnt das auch machen in einer Sanierung. Ihr macht praktisch wie einen Neubau, wenn ihr dort Luftdichtigkeit macht. Ihr müsst aber praktisch alle Wärmebrücken müssen versuchen wegzubringen. Und das sind einfach aufwendige Manöver, wo, wenn ihr das dann eben anschaut, das sind jetzt mal die Kosten. Das sind jetzt die Kosten, nochmal grafisch dargestellt. Das ist die Variante, wo wir hier auf die Luftwasserwärmepumpe gehen, mit ein bisschen Pinseln. 50.000 Franken, sogar billiger wie Gasheizung. Und das macht dann hier halt eben Sprünge. Das ist einfach so. Ihr habt auch mehr.
Ihr habt vor allem auch mehr Komfort. Wenn ihr in einem Energie-P-Haus lebt, mit guter Isolation alles zusammen, habt ihr wirklich einfach auch mehr Komfort. Hier seht ihr jetzt, was das energetisch ausmacht. Was das energetisch ausmacht. Und das ist eben etwas ganz Entscheidendes mit dieser Wärmepumpe, die heute wirklich effizient ist, die noch effizienter wird. Dass ihr eben hier den grossen Sprung macht energetisch. Da macht ihr einen grossen Sprung. Wo die Wärmepumpe noch nicht so gut war, hat man die grossen Sprünge gemacht mit der Isolation. Und heute macht man mit einem neuen, erneuerbaren Heizsystem macht man energetisch ganz einen grossen Sprung. Nachher macht er nicht mehr so Sprünge, wo er kostenmässig einiges einsetzt für die zusätzliche Isolation. Es geht schon einmal runter mit der Energie, aber es geht nicht mehr so verrückt runter. Mit der Energie hier. Das passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Was ihr hier seht, dieser braunen Farbe, das ist nachher die Produktion, die ihr habt mit der Solaranlage. Das ist jetzt kostenmässig ausgedrückt. Ihr spart, wenn ihr hier mit dieser Luftwasserwärmepumpe operiert. Ihr investiert mit Pinseln rund 50'000 Franken. Und ihr spart aber, verglichen mit über 6'000 Franken, die wir hatten, mit der Elektroheizung, spart ihr etwa 3'000 Franken im Jahr. Und das schenkt ein. Das schenkt ein. Und hier sind eben die Sparbeträge, die sind auch noch vorhanden. Wir müssen immer das mal anschauen zuerst. Das ist dann das Einsparen mit der Photovoltaik, mit dem Erträgen von der Photovoltaikanlage zusammen. Da spart ihr schon noch mal ein bisschen zusätzlich. Aber man kann sagen, der Grenznutzen, der nimmt ab mit den Schritten, die wir machen. Auf der energetischen Ebene. Ich sage es noch mal. Komfort, das spielt natürlich auch. Wenn ihr auf Minergie-P sanieren, habt ihr einen zusätzlichen Nutzen vom Komfort mit angenehmeren Wänden, mit weniger Abstrahlung der Fenster und wenn ihr eine Komfortlüftung einbaut, ich würde sagen, dann habt ihr tatsächlich auch mehr Komfort. Und das ist jetzt das Interessante. Wirtschaftlichkeitsrechnung, Renditerechnung. Die Rendite, das ist eine sogenannte Netto-Rendite, die wir hier festgelegt haben. Das ist der Ertrag, den wir haben. Der Ertrag, das ist die eingesparte Energie in Kosten, die 3'000 Franken, die ich gesagt habe. Die Aufwendungen, die wir haben, Kapitalaufwendungen und der Unterhalt der Photovoltaikanlage. Das steht oben, das steht oben. Und dann dividieren wir das durch die Investitionskosten. Ihr habt also in dem Fall zwei Wärmepumpen, habt ihr schon einen recht grossen Ertrag und nicht so grosse Investitionskosten. Das gibt die grösste Rendite. Ihr bekommt hier eine Netto-Rendite, über Kapitalkosten sind einbezogen, ihr bekommt eine Netto-Rendite von über 6%. Es sollte eigentlich jedem Banker das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich versuche seit Jahren, die Banker ein bisschen zu bewegen, oder? Dass sie ein bisschen beweglicher werden. Jetzt auch bei älteren Leuten, ich kenne das auch, ich bin auch ein bisschen älter, oder? Die dann nicht mehr so wollen, Hypotheken geben wollen und so. Die können zum Teil nicht so gut rechnen. Ich muss es wirklich so sagen. Die sollten wirklich mal sich ein bisschen mit der neuen Welt auseinandersetzen. Dass wir eben heute in bestehenden Häusern könnt Investitionen machen, energetische Investitionen machen, die weit umweltverträglicher sind und die solche Rendite bringen. Das ist doch einfach etwas ganz, ganz Entscheidendes. Da habe ich noch CO2-Abgabe. Ich stand dazu. Ich habe vor bald 30 Jahren ein Buch geschrieben. Umweltabgaben für die Schweiz. Und jetzt brauche ich ein englisches Wort. Keep the price on the right side. Ich bin überzeugt, oder? Wir haben bei der fossilen Energieproduktion haben wir externe Kosten, sagt man dem. Externe Kosten. Das kann man bewerten, kann man sich darüber streiten. Aber eigentlich in der Marktwirtschaft muss man die Kosten, die muss man einrechnen. Das heisst also, die tiefen Energiepreise, die wir immer noch haben, dass ein Liter Erdöl weniger kostet als ein Liter Wasser, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar, dass wir dort wirklich externe Kosten einrechnen und dass wir den Preis aufentun und das Geld zurückverteilt. Das hat einen Lenkungseffekt. Die Leute
werden nachher dazu angeregt, richtig zu investieren. Und wenn sie richtig investieren, wenn sie jetzt das anschauen, wenn sie hier richtig investieren, die Säule hier, das ist die Säule mit der Gasheizung, die sie einbauen. Und da haben wir CO2-Abgabe aufgetan, von heute 96 Franken pro Tonne CO2, in der zweiten Säule auf 210 Franken pro Tonne CO2. Das ist das, was wir jetzt diskutieren im CO2-Gesetz, wo ich hoffe, dass das kommt. Und dann haben wir noch einen Schritt gemacht, 360 Franken pro Tonne CO2. Und wir haben immer die Preiserhöhung gerechnet und nachher die Rückverteilung. Das ist ein sehr intelligentes System. Das ist vor allem sehr sozial verträglich. Der Herr Macron hat das leider nicht gecheckt, oder? Hat er ein bisschen Probleme bekommen und er wollte nur mit den Energiepreisen. Wenn er das gemacht hat mit der Rückverteilung, nicht einfach die Staatskasse füllen, sondern mit der Rückverteilung, wissen Sie, wie viel das Sie bekommen im Jahr in der Schweiz pro Kopf? Wir haben eine CO2-Abgabe in der Schweiz. Sie kommen über 76 Franken pro Kopf. Wenn wir aufgehen, dann kommt die Familie, die Dreikopffamilie, kommt in Zukunft über 500 Franken über. Es gibt ja solche, die sagen, das ist nichts. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Es ist vor allem auch sozial verträglich. Das ist ganz wichtig. Und wenn Sie richtig investieren, erneuerbare richtig investieren, dann sehen Sie, dann geht das eben sogar zurück. Sie müssen keine Abgabe zahlen. Sie müssen keine Abgabe zahlen, keine CO2-Abgabe zahlen, wenn Sie ein erneuerbares Heizsystem haben. Und Sie kommen Geld zurück. Wenn Sie hier jetzt bei meiner GIA sind, dann kommen Sie absolut rausüber. Da haben Sie ja ziemlich investiert, oder? Es werden wirklich die belohnt, die investiert haben. Die werden dann auf der Ebene der Betriebskosten werden sie, besser gestellt. So, bin am Schluss. Einfamilienhäuser, ich denke, man sollte sie nicht verteufeln. Man sollte sie als einen Teil von unserem Wohlstand anschauen. Und man sollte sie als Chancen anschauen. Gerade eben im Rahmen der Energiewende. Ich glaube, wir können da sehr viel machen. Wir können wirklich grosse Schritte machen, erneuerbar heizen, Strom produzieren, einen Stecker installieren für das Elektroauto. Das ist eigentlich ganz wichtig. Das ist eigentlich die wichtigste Lehre in dem Ganzen. Fangen Sie frühzeitig über das nachdenken, überlegen. Machen Sie das schrittweise. Ich denke, der Sprung von fossilen Heizungen zu erneuerbaren Heizungen und Strom produzieren, das ist ganz, ganz wichtig. Ich wünsche Ihnen viel Spass bei Ihren Sanierungen. Energiewende, ja. Da kommen Sie täglich auf Facebook die neuesten Informationen über. Schauen Sie das an, sehr interessant. Wir entwickeln sich ganz fest, um hier noch mehr Bevölkerung aufzuklären, was wir alles heute für tolle Möglichkeiten haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.